Leute, wir haben endlich die Schwimmfähigkeit hier in Spyro 2 in der Reignited Trilogy und wir wollen jetzt zur Götzenquelle, was erstaunlicherweise nicht Götzenbach heißt. Bin ich ein bisschen enttäuscht, ne? So ein bisschen. Ach, ja gut, man hat ja jeden Text übersetzt und dass man es gleichmäßig übersetzen würde. Ich meine, klar, die Übersetzer, die wollten halt auch einen Job haben, ne? Die wollten nicht, dass man sie frühzeitig irgendwie rausnimmt, deswegen hat man da vielleicht... Macht ja nur Sinn, dass man alles vereinheitlicht. So. Die Götzenköpfe. Unsere Götzen sind zum Leben erwacht. Sie haben uns aus den Tempeln ausgesperrt und unser Essen gestohlen. Boah, jetzt müsst ihr verhungern, ne? Euer letzter Schokoriegel, den haben sie gegessen. Wobei, man sieht ja nicht mal irgendwie ein Butterbrot futtern oder sonst was, ne? Ja, wobei, Essen ist... Also, bei Bauarbeiter denkt man natürlich irgendwie so an... Ich weiß nicht, woran denkt man natürlicherweise, wenn man sich an... Wenn man an einen Bauarbeiter denkt. Bestimmt nicht irgendwie an Grillzeug. Die grillen sich da oben... ja, so ein Würstchen oder sonst was. Das kann ich mir schlecht vorstellen. So vielleicht mit einem... Ja gut, ein Bunsenbrenner wäre... Ich weiß nicht. Wie heißen sie denn nochmal? Diese Schweißer... Mit so einer Schweißerausrüstung könnte man vielleicht Würstchen braten, aber ansonsten... Ja, stelle ich mir das schwierig vor. Nee, die klauen hier bestimmt Brotdosen. So. Ja, ich bin jetzt natürlich wieder ein bisschen, Wow, Spyro, du hast es geschafft. Nicht, dass ich je an dir gezweifelt hätte. Komm für die nächste Herausforderung zum Teich. Ich bin zu sehr im Speedrun-Modus hier wieder. Ja, indem man hier auf alle Ecken springt, also auf jede Ecke einmal, kann man dieses Rätsel lösen. Also... Ja, es ist halt echt nicht schwer. Wobei es eigentlich 256 verschiedene Möglichkeiten in diesem Rätsel gibt. Also verschiedene Zustände. Deswegen ist das vielleicht... Es könnte knifflig werden. Und man muss... Aber irgendwann wird man halt drauf kommen. Irgendwann wird man die richtige Lösung haben. Mit einer richtigen Taktik ist es aber nicht mal so schwer. So. Dieser Götze sagt, er hat Hunger und wird erst zufrieden sein, wenn er 10 Fische verschlungen hat. Sein Magen ist empfindlich. Er verträgt nicht alle Fischarten. Ah, okay. Rote Fische mag er nicht. Den Rest kann man rein donnern. Kann man direkt reindrücken mit einem Trichter. So. Ja, komm. Jetzt kommen auch nur blaue, ne? Ich hoffe, das hat mal ein bisschen verbessert in dem Sinne, dass nicht durchgängig nur rote erscheinen. Also, dass das ein bisschen weniger RNG-lastig ist. Das hat immer ein paar Probleme gemacht. Yay, so schnell hintereinander will man es haben. Guck mal, das ist ja wie beim Chinesen hier. All you can eat. Wobei er nur 10 essen kann, anscheinend. So. Okay, Spyro, nur noch ein Rätsel. Komm für deine letzte Herausforderung zu den farbigen Steinen. Aber dafür hat es jetzt anscheinend eine Trophäe gegeben. Schlechtes Sushi oder gutes Sushi? Ich glaube, da stand es schlechtes Sushi. Ach, keine Ahnung. Ich kann anscheinend nicht lesen. Nee, ich hab's wieder vergessen. War eine Trophäe wert. Okay. Hier gibt's einen Skillpoint. Und der ist auch gar nicht so schwer zu kriegen. Boah, ich will mir das nochmal so genauer anschauen. Ich habe es ja noch nie so richtig gesehen. Boah, es sieht schon richtig geil aus. So. Und bei dir will ich mal die Kopfschlag-Animation sehen. Nee, warte mal. Du hast keinen Hammer. Wieso hast du keinen Hammer? Du hast doch die Tür aufgemacht. Du musst einen Hammer. Dankeschön. Du musst einen Hammer haben. Anders geht es nicht. Ansonsten erwarte ich jetzt von dir, dass du irgendwie mit einem... Dass du dir selbst mit einem Hammer auf den Kopf schlägst. Ja, ein paar Gehirnzellen müssen auch verloren gehen. So, warte mal. Okay, der hat irgendwie... Macht er das mit den Händen oder habe ich den Hammer noch nicht gesehen? Ich meine, Thor ist ja im ersten Teil. Hahaha. in Town Square. Ach, keine Ahnung. Da! Das wollte ich... Ah. Alter, und der hört auch nicht mehr auf, ne? Der ist dich ja selbst so richtig am Massakrieren. Okay. Diese Metallschilde. Naja. Kennen wir alles schon. So. Das finde ich gut. Ich,
Ich glaube, früher hat er auch immer... Der hat auf jeden Fall früher aufgehört. Der hat nicht 10 Stunden gemacht, wie der das hier gemacht hat. So. Stirb. Oder ich sterbe. Weil ich wieder den falschen Winkel einschlage. So. Hat wenigstens Sparks ein bisschen mehr zu essen, ne? Dann besorge ich mal wieder ein bisschen Futter. Ist echt interessant. Ich frage mich dann auch, wie weit es dann in Spyro 3 gehen wird. Also, ob dann vielleicht schon die Wolkentüren... Es sind 3 Level. Also, 3 Level kann man hier... also, natürlich nach Glimmer betreten. Oder vielleicht sind es... Insgesamt sind es ja eigentlich 5 Level, ne? Also, Glimmer, Sommerwald, Götzenbach und Kolossus sowie Hurikos. Das sind die 5 Level, die man so ohne Download erreichen kann. Anscheinend hat der Download auch gar nicht gestartet. Das muss ich nochmal gucken. So. So, ich meine, sonst wäre der schon längst absolviert, oder? Oder bin ich blöd? Ist jetzt schon einige Stunden her. So, stirb! So. Was wollte ich nochmal gesagt haben? In der richtigen Reihenfolge auf die Steine, um das Rätsel zu lösen. Ich weiß nur, welcher zuerst dran ist. Den Rest musst du selbst rausfinden. Oh, ist nicht so schwer. Ich kenne die Reihenfolge. Hoffe ich. Erst der, dann der, dann der, dann der da hinten. Es gibt so ein paar Gleichheiten, die man hier nutzen kann. Also es gibt so ein paar... Gute Arbeit, Spyro. Du bist ziemlich schlau für einen Drachen. Ich habe für dich nur dieses glänzende Ding aus unserem Werkzeugkasten. Ja, also diese Mission bezieht sich im Grunde oder beruht darauf, dass diese Steine, diese Plattform verschiedene Formen, also verschiedene Eigenschaften haben. Es kann die Farbe sein, es kann die Form sein. Ja, und man muss dann halt immer diese 2 Gleichheiten untersuchen, damit man weiß, was der nächste Stein ist. Oder man weiß einfach schon direkt die Reihenfolge. Oder man macht Trial and Error. Ist auch möglich. So. Geh mal hoch. Geh mal hoch mit dir. So. Irgendwas wollte ich noch gesagt haben. Ja, also Spyro 3, auf jeden Fall Sunrise Spring, also ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt hat. Im Original war das ja Bad Sonnenaufgang. Das werden sie komplett anders übersetzt haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe, dass Gartenstadt wenigstens besser klingt. Spyro, du bist ziemlich stark. Wenn du irgendwann mal einen festen Job suchst, komm zu uns. Aber jetzt sollst du erst einmal diesen Talisman bekommen. Also ich denke, dass es nicht möglich sein wird, Schmelzkrater und die, nee, warte mal, Schmelzkrater dürfte noch drinne sein. Der Muschelstrand. Der Sonnenstrand ist in dem Teil. Der Muschelstrand dürfte nicht mehr betretbar sein. So wie die Pilzrennbahn. Ich glaube, das sind die beiden Level, die dann halt so rein theoretisch, wenn es nur 5 Level sind, die dann nicht betretbar sind. So, aber der Götzenbach ist ja kurz. Der ist vergleichsweise kurz. Ich glaube, ich nutze auch Hurikos. Also ich werde gleich sowieso in Hurikos reingehen. So. Dann machen wir mal Folgendes. Hier einmal... Ja... Ist gar nicht mal so schwer. Also der Supersprint ist gar nicht mal so schwer. Ist ja das erste Mal, dass ich ihn gerade hier anwende. Klar, den gibt's schon in Spyro 1, aber... Ja. Wow. Der Regentanz der Hula-Tänzerin hat aus dem Götzen ein Feuerwerk gemacht. Jetzt kann ich mir meinen Traum vom Tanzen erfüllen. Hier, diese Kugel kann dir bei deiner Reise helfen. Super. Also ich finde, steuerungstechnisch ist auch der Supersprint sehr gut gelungen. Also von den 5 Sekunden, die ich jetzt gerannt bin, ne? Also das, da habe ich jetzt nichts dran zu bemängeln, aber das kann sich ja noch ändern. Ich kann auch schlecht aufhören, das ist vielleicht ein Problem. Okay, dann ist hier noch einer. Ja, also 2 lilane. Was im Original halt ging, du konntest einen Korb anflamen und wenn du dann sofort weitergerannt bist... Dann war das so, als hättest du den Korb angerammt. Aber was ja im Grunde Humbug ist, weil du da dran geflammt hast. Das war ganz nett. Ist hier anscheinend anders. Also man muss wirklich durchrammen, damit man einfach den Edelstein kriegt. Ohne dass man irgendwie darauf warten muss, dass er zu Boden fällt und dass Sparks ihn dann eingesammelt hat.
So. Dann machen wir mal eben Skillpoint. Wow, da hat er wieder abgedriftet. Ah, okay. Man muss wirklich oben drauf. Nicht einfach nur irgendwie. Kann ich jetzt auch... Okay, warte mal. Ah, der macht keinen doppelten Sprung. Das ist vielleicht auch ein bisschen schade, aber es ist ja nicht mal wirklich ein Kritikpunkt. Es ist halt einfach ein Unterschied, ist es, ja? Es ist ein Unterschied. So. Sieht das geil aus, ey, ganz ehrlich. Ist auch so ein bisschen asiatisch, ne? So. Also finde ich so persönlich. Das von wegen Kolossus ist so von diesen Buddhisten belebt und hier sind diese Arbeiter. Das hat schon so. Ich finde irgendwas Asiatisches an sich. Auch von der Farbgebung und von den Gefälls finde ich teilweise auch. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein Stil ist oder ob es wirklich in Asien irgendwie so ist, dass Orte so aussehen, so komisch runde Steine haben, aber ich finde, das sieht halt echt so danach aus. Gut, Asien ist jetzt natürlich ein ganzer Kontinent. Da kann man viel sagen, also bestimmt gibt es so einen Ort und so weiter. Oder von den Pflanzen vielleicht. Ich weiß nicht, woran ich das ausmache. Ich könnte es nicht mehr so eindeutig sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass Spyro 2 immer so paarweise Level hat. So, Dankeschön. Ist ja eins runtergefallen? Ich meine, im Original war das so, aber... Ah, okay, sind doch welche runtergefallen. So. Dankeschön. Es ist aber nicht der Rest. Da drüben sind noch zwei. Die sieht man ja zum Glück von weitem glitzern. Hä? Okay, im Wasser sollte ich vielleicht noch ein bisschen gründlicher sein. Ja, im Wasser sollte ich noch ein bisschen gründlicher sein. Ist auch ein bisschen komisch, ne, mit dem Filter. Von oben sieht man recht schlecht was. Und wenn man unter Wasser ist, dann ist da so ein Blaufilter, ja gut. Also man muss schon unter Wasser sein, damit man unter Wasser gut sieht. Das ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt. So. Na gut, in 12 Minuten... Götzenbach geschafft. Das ist sehr akzeptabel. Ein Speedrun wäre das natürlich inakzeptabel. Das wäre zu kurz. Zu lang. Okay. Ist aber eine... Der Boden sieht schon ein bisschen komisch aus. Warum ist der denn weiß? Spyro fliegt über die Sonne. Sommerwald. Ich habe auch schon gelesen, wie der Herbstfeld klingt. Das Feld. Das Herbst... Das Herbstfeld, ja. Aber das Level, ja, ist immer egal, wie rum man es dreht und wendet, es ist falsch. So. Man kann auch lesen, wie die Dinger heißen, ne? Hier. Magische Spitzhacke, der Jadegötze, die goldene Statue. Ja. Finde ich ganz gut. So, dann gehen wir mal weiter. Wie gesagt, Kolossus ist jetzt dran. Hurikos. Zwei Level, die ich halt immer sehr gerne... unbedacht vertausche. So. Obwohl es sehr eindeutig ist. Hurikos, das kommt da so ein bisschen von Hurricane. Und darum geht es jetzt im Grunde auch, um Stürme. So. Und das ist dann das letzte Level vor dem Download, oder wie? Aber immerhin bekommt man die Möglichkeit, ein bisschen was zu spielen. Ach! Dadurch, dass ich auf Level verlassen gedrückt habe, hat man jetzt gar nicht die Animation, die Endlevel-Animation gesehen. Die wollte ich auch noch zeigen. Ich finde, das ist sehr passend. Das ist ja auch bei jedem Level so. Wir haben sie jetzt kein einziges Mal gesehen, ne? Schon immer Ärger gemacht, aber jetzt haben sie uns auch noch mit Kraftfeldern getrennt. Such Dioden, um die Kraftfelder auszuschalten. Ich glaube, hier ist irgendwo eine Diode, aber meine Augen sind leider nicht mehr so gut. Ich glaube, ich habe sie schon. Nee, habe ich nicht. So, einmal einsetzen. Ja, jedes, also wenn man das Levelende nimmt, war das im Original nicht so, dass man auch einfach auf Level beenden konnte? Ich meine, wir hatten alle Edelsteine. Das ist so ein bisschen ähnlich wie in dem zweiten Part, glaube ich, von Spyro 1. Ja, doch.
wo ich versucht habe, Toasty zu zu Toasty zu kommen, aber ich habe ja kein Levelende aufgefunden in dem Sinne. Ich hatte zwar die Level selbst komplettiert, aber das Ende muss ich ja auch nochmal betreten. Aber das ist ein bisschen schade. Was? Habt ihr das gesehen? Das sind sehr suspekte Ratten. Sie können anscheinend auch in der Luft fliegen. Suspekte Ratten. So. Ja, wir werden Hurikos wahrscheinlich in dem Part nicht komplett schaffen. Ich kann trotzdem versuchen, irgendwie die... den Skillpunkt schon zu holen, ne? Den Könnerpunkt. So. Den Fähigkeitenpunkt. So, weil man ja voll die Fähigkeiten dafür braucht, die Kreistaste zu drücken. Boah, manchmal habe ich echt Schiss, dass der einfach runterdroppt. Wie damals in Glimmer, also vor ein paar Folgen. Vor zwei Folgen. Okay. Das merke ich mir. Aber hier dürfte ich doch mit einem Doppelsprung hochkommen, oder? Ah, nee. Ist immer noch zu hoch. Ist leider immer noch zu hoch. So, habe ich alles? Ja. Haben wir alles. Ich muss euch mit einbeziehen. Man soll den Kunden schmeicheln, habe ich gehört. Ich liebe sie. So. Die sind natürlich auch detailreicher, ne? Ist schon interessant. So, einmal fürs Thumbnail. So, das ist so eine kleine YouTuber-Krankheit oder so. Oder Let's Player-Krankheit. Einfach mal stehen bleiben und ein Thumbnail machen oder irgendwie sowas. So. Ne, wir brauchen noch ein paar. Dann können wir nämlich hier die Kiste aufschießen, aufrennen. Es ist jetzt natürlich sehr ungünstig, dass ich hier mitten im Part schon Level anfange, aber es nicht beenden kann. Ich glaube, ich mach das mit den Typen im nächsten Part. Also hier die Mission mit den Dieben. Ja, das sind ja nicht mal richtig Diebe. Das sind einfach irgendwelche Trolle, die die Kugeln mit wegnehmen. Wow. Hätte mich fast getroffen, ne? Bisher haben wir Sparks nicht einmal verloren. Finde ich sehr gut. Kann ruhig weiter so bleiben. Aber es gibt hier drüben direkt ein Leben, also. Da wird Sparks nicht ganz so viele Probleme mit haben. Wenn sie mal kurz eine Pause macht. So, ja. Und wenn man Leben einsammelt. Ach komm. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich mache den kaputt und im Anschluss verkloppt er mich sofort. Das habe ich mir direkt gedacht. Schon als ich die Situation gesehen habe. Und trotzdem bin ich einfach so drauf losgestimmt, weil ich nicht warten wollte, bis der seinen Typen da aufgezogen hat. Das war mir zu nervig. So, dauert mir zu lange hier. Für manche muss man ja Feuer speien, für andere wiederum nicht. Ach ja. Ich möchte mir auch hier wieder mal den Hintergrund anschauen. Das ist ja irgendwie so eine Insel, ne? Im Original hätte ich gedacht, sie hätten, also dass das einfach irgendwie so ein hoher Berg wäre, aber das ist tatsächlich irgendwie so eine Insel. Ich finde es zwar unpassend, dass Spyro stirbt, gerade nachdem er schwimmen gelernt hat. Nach ihm. Aus die Maus. Okay. Wie habe ich das jetzt... Womit habe ich das verdient? Ich weiß es nicht. So. Wir haben jetzt genug Gegner für diese Dinger. Ja, also für die Dinger... Also, wir werden die letzte Kugelmission im nächsten Part machen. Im nächsten Part können wir dann auch nochmal die ein paar... diese Animationen zeigen, die ich meinte. Die Sequenzen. Die ich total verpasst habe. Barrieren deaktiviert. Wir haben diesen Talisman vor den Handwerkern bewacht. Bitte nimm ihn als Belohnung. Ja. So. Dann gibt es eigentlich nur noch diese Fabrik hier, ne? Muss man nur noch da was machen. Wobei ich mir vielleicht sogar schon ein paar Sachen holen sollte. Ein paar Edelsteine, damit ich wenigstens weiß, dass ich alle habe. So, wundervoll. Ich wollte beides haben, deswegen. So, ich wollte hier nämlich nochmal kurz...
Hier ist die Mission, von der ich gerade geredet habe. Also hier werden wir später weitermachen, also im nächsten Part. So, und ja. Dann gucke ich mal, ob wir hier nochmal das kaputt machen können. Kabums, und dann müssen wir noch einmal da hinten ein. Ich sollte vielleicht auch die Dinger einmal kurz aktivieren. Genau. Denn dadurch, dass wir die Knöpfe drücken, werden die Windräder langsamer und man kann auf diesen Windrädern stehen. Wundervoll, lol, lol, lol. So. Einmal hier rüber, das könnte jetzt knifflig werden. Ja gut. Wobei, hier sind ja zwei, hier muss ich zweimal rüberlaufen. Also jetzt dreimal. Also jetzt eigentlich nur noch zweimal. So. Kaputt machen. Oder anzünden. Oder aktivieren. Da ist sogar ein Regenbogen im Hintergrund. Den man zwar sehr schlecht sieht, weil das ist auf der anderen Seite der Insel. Aber finde ich ganz nett. Komplett rein. Das war sehr passend. Für meinen Geschmack sogar ein bisschen zu viel Glück. Hallo, siehst du das große Gebäude da drüben? Die Handwerker stehlen da mit unserem Strom. Bitte hilf uns. Schalte die Maschinen im Inneren aus. Ja, ja. Geleitet zur Fabrik. So, und durch unsere Vorbereitungen können wir das auch tun. Oh. Ich tendiere immer dazu, so schnell hier rüber zu gleiten. Rechts ist nichts. Das ist einfach nur zum... eine kleine Abkürzung, sag ich mal. So. Und da kriegen wir unsere erste Kugel. Ja, manche Kugeln haben dann so Doppelmissionen. Das sollte auch noch erwähnt sein. Du schlägst dich gut. Nimm dieses kleine Schmuckstück als Glücksbringer. Falls du Fragen zur Stilllegung der Fabrik hast, wende dich einfach an mich. Wieso sollte ich? Bist du jetzt die Auskunft oder wie? So. Die nächsten Gleitflüge werden knifflig. Du wirst schweben müssen. Drück Aktion beim Gleiten. Ja gut, wie das funktioniert, das wissen wir. Einfach Dreieck drücken. Wow, oh, das Ding fliegt ja weg. Hätte ich ja nicht gedacht. Das Ding rotiert, ja. So, wenn man erstmal nicht checkt, dass das Ding nicht stationär ist. Nicht statisch. Also nicht statisch geladen, sondern wirklich stationär. Static. So, dann einmal hier rüber. Ach, da unten ist noch ein Rad. Ja, dann kommen wir hier gleich nochmal hin. Habe ich das einfach liegen gelassen. So, einmal hier rüber. Das sind schon knifflige Gleitflüge. Spyro, Hilfe! Der Schalter zum Ausschalten der Handwerkerfabrik ist in diesem Raum, aber es ist schrecklich laut da drin. Ja, ja. Wow, okay. Man kann von dem Ding abgestoßen werden. Finde ich auch sehr interessant. Danke, dass du die Fabrik stillgelegt hast. Hier, das habe ich im Getriebe gefunden. Du kannst es haben, wenn du willst. Will ich aber nicht. Behalte es. So Energiequellen, weißt du? Weißt du, so Tore werden mit Kugeln betrieben. Aber die haben hier eine ganze Fabrik, weißt du? Das ist eigentlich so ein bisschen irrsinnig. Die haben eine ganze Fabrik fürs Energieanzapfen, irgendwie aus dem... Ich weiß gar nicht, aus dem Blitzen vielleicht? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben sie sehr viel Energie. Ja, die können uns nicht mal eben zum Drachenufer schicken oder so. Nein, wir müssen uns erstmal um Eloras Angelegenheiten kümmern, natürlich. So, aber diese Angelegenheiten werden wir irgendwann später klären. Beim nächsten Mal auf jeden Fall nicht, denn da sind diese... Da ist die Kugelblitzmission dran. Bis dahin... Tschüss und bye bye. Vielleicht nochmal was für zusammen. Nee, guck mal. Schau dir das mal an. Oh, das ist doch. Das ist wunderschön, oder? Hier so. Nein, das ist eigentlich nicht wunderschön. So, hier wundervoll. Keine Ahnung. Der Mond ist auch sehr schön. Okay, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss und bye bye. Boah, das sieht echt geil aus.